Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Banished. Kurz vorweg, bevor wir jetzt die nächste Folge starten, würde ich noch gerne was sagen. Die erste Folge ist heute online gegangen und da kam gutes, positives Feedback. Danke dafür auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, dass ich die erste Folge oder die ersten drei Folgen eigentlich, ich bin jetzt in der vierten Folge, sehr hektisch gemacht habe. Ja, ich habe hier versucht, so schnell wie möglich, so viel wie möglich aufzubauen. Und habe hier diesen Geschwindigkeitsbutton ziemlich oft benutzt und das würde ich gerne so ein bisschen versuchen einzudämmen, dass wir das alles ein bisschen ruhiger angehen hier, weil ich will hier nicht, ich will hier keinen Speedrun durchmachen oder so, sondern in Ruhe mit euch zusammen hier das wunderschöne Rostnockel aufbauen. Ja, wer sich den Namen ausgedacht hat, der hat es echt nicht alle. Und ja, deswegen nur kurz vorweg, ich würde sagen, wir fangen an. Wir sind kurz vorm Winter, im Frühherbst. Ach ja, das muss ich auch noch sagen. Ich habe mir jetzt hier noch ein neues Fenster mit hingemacht, den Ereignisverlauf. Weil ich habe oft nicht hier unten ploppen dann diese Fenster auf. Und wenn man das hier nicht hat, dann sieht man die automatisch nicht, ja. Und hier wird alles angezeigt, ja, welche Kinder geboren werden, welche Vorräte knapp werden und das ganze Zeug, was man halt so braucht. Deswegen habe ich das noch hier und hier dieses Fensterchen hier. Da können wir halt sehen, unser Lagerbestand, Holz, Stein, Eisen, Brennholz, Kohle, Werkzeug und die Gesamtmenge an Nahrung. Also der Wert hier wird ziemlich wichtig sein. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Ich würde sagen, so zweifache Geschwindigkeit ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir machen mal an die Felder hier so ein Weg mit dran, ne? Weiß ja nicht, ob das was bringt, aber naja. Ich habe übrigens zwei Fischer abgezogen und habe die zu den Förstern gesetzt, weil Holz ist so etwas Mangelware. Und was auch Mangelware ist, ist Eisen, aber wir haben noch genug Werkzeug, also alles cool. Jo, die wollen essen. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Essen wir jetzt hier rausholen werden aus den zwei Feldern. Ich denke mal, wir werden früher oder später noch ein drittes Feld brauchen. Ich guck mal gerade, was für ein Feld ich hier hinbekomme, wenn ich jetzt hier ansetze. 7 breit. 7, wenn ich hier ansetze, hätte ich 8 mal 15. Sollen wir das machen? Ich könnte hier oben ansetzen. Könnte, ja, 8 mal 15 machen. Mehr geht nicht. Ah, ich denke mal, das können wir machen. Würde ich sagen, pflanzen wir hier auch Kohl an. Ich weiß auch nicht, welches jetzt von denen ja, ertragreicher ist. Ach, wir brauchen ja eh keine Bauern. Wir können die Arbeit hier einstellen. Weil, ja, weil, ich würde sagen, wir müssen mal gucken, dass unser Steinbruch fertig wird. Dann können wir den nämlich im Winter schön in den Steinbruch reinschicken. Ich denke mal, da nützen die uns am meisten. So. Hier können wir übrigens auch sehen, was er so an Holz produziert hat, ja. Warum hat der Kohl produziert und Eisen? Farmt er das auch ab? Oder nimmt er es einfach nur mit? Ein bisschen Holz haben wir gemacht. Ich würde auch, wenn wir jetzt schon mal da dran sind, direkt die Limits ganz hoch setzen. Ja, der kann ruhig Holz sammeln, bis voll ist, ja, bis nichts mehr geht. Genauso auch auf den Feldern, ja. Wir brauchen kein Nahrungslimit von 5000. Da können wir ruhig mal auf, boah, weiß nicht, 10.000 oder so hochgehen. Weil sonst bleibt das Zeug nämlich irgendwann einfach auf den Feldern liegen, sollten wir irgendwann mal mehr davon haben. So, und was wir auch noch dringend brauchen, ist einen Sammler, ja, weil der macht auch noch gut Nahrung. Der hier müsste das sein, ja. Den können wir auch gut hier drüben mit bei dem Forsthaus hinsetzen. Der kann so dieselben Flecken abgrasen. Okay, die Mine ist fertig, das ist sehr gut. Das heißt, wir können dann schon anfangen, Kohle bzw. Eisen zu fördern. Im Winter. Nicht, dass uns die Werkzeuge ausgehen. Wir könnten auch mal 300 Brennholz machen. Ja, das ist gut.
Okay, 230 Essen sind auf Lager. Alle sind bedient hier. Die müssten alle soweit, denke ich mal, ihre Vorräte organisiert haben. Ja, das sieht ganz ordentlich aus. Ja, generell mal reingucken. Ich glaube, wir brauchen wieder neue Häuser. Gerade wenn sowas hier ist, ja. Fünf Leute in einem Haus. Ja, sowas ist natürlich auch blöd. Einer alleine, ne? Das ist feuerholzverbrauchstechnisch nicht so optimal. Okay. So, wie sieht's dann aus hier? Wir können übrigens auch, wir haben hier so einen schönen Priorität erhöhen Knopf. Könnten theoretisch jetzt hier die Priorität erhöhen. Dann wird das schnell gebaut. Allerdings haben wir dafür auch eigentlich noch zu wenig Holz. Und Stein sowieso. Aber da brauchen wir, das ist ja eigentlich das, warum wir das machen, weil wir keinen Stein haben. So, wir können hier die Leute schon abziehen. Und sobald dieses Feld leer ist hier, nämlich jetzt, können wir auch die letzten drei abziehen. Und dann würde ich sagen, setzen wir die Priorität bei der Sammlerhütte hoch, oder? Wir machen erstmal die Sammlerhütte fertig. Erstmal Nahrung, das ist das Wichtigste. Wenn jetzt die Steine ein bisschen später kommen, das interessiert eigentlich keinen. Stein abbauen. Hier ist noch ein Stein drin, aber nur ein einziger. Hier wäre noch ein Stein. Hey, das ist doch ein Stein, oder? Kann ich nicht abbauen. Geht nicht. Okay, was haben wir hier noch? Da hätten wir noch einen Stein. Hier hätten wir auch noch ein paar Steine. Ja. Wir haben 6 Hilfsarbeiter, 6 Bauarbeiter. Da sollte jetzt so langsam was gehen. Was wir auch noch machen könnten ist... Ja, Wald abholzen hier für die Jägershütte ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Wir können ja mal gucken, was sie so an Ertrag bringt. Ist eigentlich schon recht viel, ja, für eine Person. Dafür, dass nur eine arbeitet, 320 und 8 Leder, ist ganz gut eigentlich. Ich würde sagen, wir holzen da noch nicht groß rum. Wir hoffen einfach mal, dass der hier was abwirft. Und ansonsten müssen wir hier hinten nochmal was machen. Dann holzen wir einfach hier noch so ein bisschen rum. So, dann kommt das noch weg. Und das hier sowieso. Ich glaube, damit können die sich den Winter erstmal beschäftigen. Brennholz ist noch da. Holz ein bisschen, Stein ein bisschen. Ich denke mal, es sollte passen. Wir sind im Frühwinter, das heißt, der Schnee, der kommt. Die Musik ist so komisch. Wir könnten mal 2 Leute in die Mine schicken eigentlich, oder? Ja. Sollen wir noch einen zum Jäger schicken? Einen zum Jäger und... Ja, der Rest passt, denke ich mal erstmal. Mich wundert, dass es noch keinen Schnee gibt. Wir haben 0 Grad im Winter und es hat geregnet. Eigentlich heißt das doch Schnee, oder nicht? Hm. Dum 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 dum. Ich habe so einen Urwurm, genau, so einen Ohrwurm von heute. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das neue Musikvideo von Julian Bam, ja, wo er da singt, Santa ist der Boss, und das, ich habe das die ganze Zeit im Kopf drin, das ist so schlimm. Ah, es wäre echt nice gemacht, ey. Weiß nicht, wer es gesehen hat, kannst ja mal schreiben. War auf jeden Fall echt cool. So, wie sieht es denn aus, Freunde hier? Jetzt kommt der Schnee. Brennholz habt ihr alle, Nahrung haben wir nur noch 44. Die haben alles leer gegrast, ja, mehr ist nicht. Ich würde sagen, im Winter können wir ruhig mal 5-fache Geschwindigkeit machen. Weil da gibt es eh nicht viel zu tun, außer zu warten. Wir müssen nur alles so ein bisschen im Auge behalten, dass wir hier nicht abkratzen. Gerade hier solche, wo 5 Leute drin wohnen. Na gut, die haben natürlich auch Essen gebunkert hier wie kein anderer. Ach, guckt euch das an hier. Ja, die könnten ein bisschen knapp sein. Die sind auch ein bisschen knapp. Das ist okay.
Ah. Der Fischer hat für sich alleine, denke ich mal, genug. Aber wir warten mal ab. Okay, hier wurde schon Holz hingebracht. Ein bisschen Eisen. So, der Schnee ist weg mitten im Winter. Sehr schön. Ein warmer Winter. Ich glaube, das ist positiv, was unser Brennholz angeht. Okay, das muss nur noch gebaut werden. Ja, das wird gebaut. Sehr schön. Und dann kriegen wir auch ordentlich Beeren. Ich glaube, die schaffen, wenn die voll ausgerüstet sind mit drei Leuten, die da arbeiten. Ja, schon so an die 1000 Nahrungseinheiten pro Jahr. Ist jetzt nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir setzen da einfach mal direkt zwei Stück rein. Können drei Bauarbeiter wegnehmen. Setzen noch zwei rein. Und wir setzen noch einen in die Mine. Und das war's. Den Rest lassen wir erstmal so. Drei Helfer sind in Ordnung. Die können ein bisschen Sachen durch die Gegend schleppen und hier abholzen und machen und tun. So, wir bekommen auch wieder ein paar Werkzeuge. Das ist auch gut. Wir haben zwar keine Nahrung, aber ich hoffe einfach, dass die sich hier genug gebunkert haben. Ja, er hier hat nur noch 4 Kohle. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich nicht so cool, ne? Wir haben allerdings zwei Jäger. Die sollten auch so ein bisschen was reißen können. Unsere Gesundheit ist auch nicht so cool. Zwei Herzen fehlen uns. Das liegt aber, glaube ich, an der Nahrungsknappheit. Hier haben wir schon Pilze bekommen. Sehr gut. Und ein paar Zwiebeln waren gerade auch dabei. Sehr, sehr gut. Ist das hier einer von? Jawohl. Okay, nice. Die schaffen das. Und wir haben Frühlingsanfang. Wir machen die Geschwindigkeit wieder runter und ziehen einen Bauarbeiter ab, zwei Sammler, ein Förster, drei aus der Mine. Und dann sind das alles Bauern, sofern ich das hier alles einstelle. Genau 10 Stück, passt perfekt. Sehr gut. So, dann könnt ihr die Felder besetzen oder bestellen. Guck mal, der hat letztes Jahr, also wo es in Richtung Frühling ging, hat er trotzdem noch so viel gesammelt hier. Und jetzt schon, wir haben gerade erst angefangen, haben wir schon an die 100 Nahrungseinheiten, ja. Das ist echt gut. Also so eine Sammlerhütte macht schon viel aus, muss ich sagen. Vielleicht setzen wir hier drüben noch eine hin, beim Steinbruch. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen Wald oder hier oben. Ich wollte eh mal gucken, ist das hier halbwegs flaches Land? Ja, ne? Es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Alles klar. Was fehlt denn noch an Material? Es fehlen noch Eisen ein bisschen und Holz jede Menge. Na, jede Menge nicht, aber ein bisschen was. Vielleicht sollten wir doch einen in der Mine lassen durchgehend, oder? Ein Bauarbeiter reicht eigentlich erstmal. Ist eh kein Material da, wo er mitbauen könnte. Von daher reicht einer, denke ich mal. So, wir haben jetzt auch zweimal Kohle und einmal Weizen. Und damit sollten wir klarkommen. Hoffe ich. Wo ist denn eigentlich unser Holzhacker hier? Ah, guckt euch an, was der jetzt schon hat hier. Das sind schon 130 roundabout. Oder genau 130. Also ist schon nicht schlecht. Was haben wir denn für Kinder, die dieses Jahr groß werden? Haben wir da irgendwas? Wir haben 6-Jährige, wir haben 4-Jährige, wir haben einen 7-Jährigen. Nicht so. So, Werkzeug ist voll. Ich glaube, wir machen hier erstmal die Arbeit raus. Und setzen den so lange
bei den... Nirgendwo einen, der kann den Hilfsarbeiter machen. Weil bis diese 53 Werkzeuge verbraucht sind, das dauert einen Moment. Wir haben ja gerade mal 22 Arbeiter. Und bis die mal so weit sind, dass die das alles verbraten haben, das dauert. Nee, wäre es, wenn ihr das Eisen mal abhackt hier, Freunde, dann könnten die da weiter basteln. Okay, was hat uns die Mine gebracht? Zwei Eisen nur? Das ist aber echt wenig. Ich bin so ein bisschen leicht verschnupft. Heute am 24. Dezember. Schön chillig zu Hause. Ach ja. So, die Felder müssen gleich alle fertig bestellt sein. Warte mal, arbeitet hier gar... Ach, das ist schon fertig. Ja, jetzt sehe ich die kleinen grünen... Ja, ja, okay. Ist immer schwer zu erkennen. Na gut, die hacken jetzt noch ein bisschen herum. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass unser Steinbruch dann läuft. Dann können die im Winter da drin schon arbeiten. Und vielleicht haben wir bis dahin ja noch ein paar mehr Arbeiter. Ah, hier ist noch ein 8-Jähriger. 7. Es wird. So, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.